Hallo liebe Leute, jetzt bin ich hier im Radio Mil, mein Radioprogramm. Das geht jetzt dann nachher gleich los. Um 9 Uhr fangen wir an. Jetzt werde ich mal ein bisschen rumlaufen auch. Mal zeigen, wie es hier im Radio ausschaut. Und auch meinen Kollegen zeigen. Hier ist der Coco. Coco no quiere aparecer, que da vuelta y no quiere. No sé qué estoy haciendo mal acá. Voy a hacer más fácil. Voy a dar vuelta nomás a la cámara así. Acá está Coco. Hier sind wir mit Coco im Radio, also jetzt im Radioprogramm. Jetzt fangen wir gleich an. Das ist ein Radio Mittelwelle, also AM. Den machen wir einmal die Woche. Hier ist dann noch das Studium. Hallo. Hier ist nochmal das Studium. Ese para mi audiencia en Alemania ahora. Para YouTube. Adios. Adios. Also sind wir alle beieinander hier und danach geht es jetzt gleich hier drüben weiter. Seht ihr auch ein bisschen. Also unser Radioprogramm geht jede Woche 1-2 Stunden immer. Früher waren wir sonntags, aber dann haben wir das alles gestoppt. Eben wegen dem ganzen Theater mit den Fußballübertragungen immer. Okay, jetzt bin ich hier. Okay, jetzt geht es einfacher. Und jetzt machen wir es einmal die Woche. Unsere aktuelle Themen, soziale Themen, aber vor allem Umweltthemen und natürliche Medizin auch, Alternativmedizin. Ich bin hier mit meinem Kollegen Dr. Coco und das machen wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Radio mache ich ja schon seit fast 30 Jahren hier im Land. Ich war in all diesen großen Radiosender wie Jan Dutti oder Caritas und jetzt sind wir schon... Coco, wie lange... ¿Cuánto tiempo estamos en radio acá? 4-5 años ya, ¿no? Sí. Cinco ya, años, pues. Acá, primero de mayo se va a cumplir 2 años acá. En este edificio. Wir en Radio Mil ya 5 años casi. Ya. Sí. Also 5 Jahre sind wir schon im Radio Mil, das ist Mittelwelle ja auch. Und das ist ein sehr gern angehörter Radiosender, den kann man auch im Ausland hören. Radio Mil, also Radio 1000 AM wird es heißen. Und das macht, dass wir unsere große Kundschaft, unsere Kunden, die uns schon mal zuhören, unsere Zuhörer, seit Jahren schon verfolgen, ja, okay, bei uns gibt es immer Prämien etc. Und ich habe ihn dann schon manchmal gefragt, soll ich vielleicht mal auch im deutschen Radio ein bisschen ein Programm machen, zumindest mal ein paar Minuten oder Viertelstunde, mal für Deutsche hier im Lande auch. Wenn es euch interessieren würde, auch ein bisschen direkt paraguay-deutsche Nachrichten zu bekommen im Radio, meldet euch ganz einfach mal bei mir und sagt mir Bescheid, ob euch das Thema interessieren würde. Dann mache ich das ganz, ganz gern auch so 15 Minuten mal kurz Deutsch zwischenrein. Nachrichten fürs Land, was interessant sein könnte für jeden, für die Leute, sei es jetzt in Hohenau, Inkarnation oder Independencia oder wo sie auch immer sind, Altos, Cordillera etc. Es gibt ja viele schöne Nachrichten immer und die kann man vielleicht hier ab und zu auch mal mit reinbringen, kurz auf Deutsch. Sagt mir einfach Bescheid, ob euch das interessieren würde. Radio war schon immer meine große Leidenschaft, das mache ich also, darum mache ich es ja schon so viele, viele Jahre. Und ich glaube, ab und zu erreicht man doch ein kleines bisschen eine Bewusstseinsänderung in den Leuten zu bekommen, eben was Beispiel Anbau angeht, auch dass sie Bäumchen pflanzen, bestimmte Pflanzen schützen, Tiere schützen. Es erreicht man doch ab und zu immer durch diese Radiosendungen, die auch wirklich, also meine große Leidenschaft ist, im Radio Paraguay, also im Radio deutschen paraguayischen Radiosender, jede Woche ein kurzes Stündchen zu haben oder 2 Stunden, um mit den Leuten ein bisschen in der Nähe zu sein von denen, also ihre Bedürfnisse zu hören, also mitmachen zu können, vielleicht auch manchmal bestimmte Situationen zu verbessern. Das machen wir halt immer hier im Radiosender und das macht dann auch sehr viel Spaß. Also vielleicht, wenn es euch gefällt, einmal ein deutsches Programm zu haben, sagt mir bitte Bescheid und dann machen wir das ganz gerne. Dann sind wir einfach mal auch online mit Radio Mil für Deutsche, für deutschstämmige oder Schweizer oder Österreicher, je nachdem. Mache ich leidenschaftlich gern. Sagt mir einfach Bescheid und wir machen das dann. Okay, macht es gut. Tschüssi.